Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam mit vielen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft aller Opfer des Holocaust und der NS-Diktatur gedacht. Im Namen der Landeshauptstadt legte Bürgermeisterin Clara Gerlach am Deportationsmahnmal einen Kranz nieder. Es war die erste öffentliche Trauerfeier im Rahmen des Gedenkens an die Opfer der NS-Diktatur seit der Corona-Pandemie. Ashachim